Hallo, meine Liebe, mein Lieber. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast für die Wochenbotschaft. Ich habe die Tarotkarten von der Chris Anne wieder dabei, die Licht- und Schattenkarten. Die geben uns jetzt ein paar Informationen zu der kommenden Woche, zu den Energien in der kommenden Woche. Das Ganze können Tageskarten sein, müssen es aber nicht. Und wir schauen dann, nachdem ich die einzelnen Energien ein bisschen dargestellt habe, noch mit den Kelchkarten rein. Und wenn irgendwas unklar ist, dann nehme ich auch noch die Lennies dazu von der Angelina Schulze, die mystischen Lenormand-Karten. So, ich packe jetzt mal hier die Karten auf die Seite und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Die unterliegende Energie, mit der starten wir, das ist die Energie, die der ganzen Legung zugrunde liegt, die so im hinten dran quasi mitschwingt, die nicht ganz offensichtlich ist, aber dennoch vorhanden. Wir schauen, ich bin schon ganz gespannt. Oh, die sieben der Kelche. Jawohl, die sieben der Kelche ist in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche auch schon da gewesen. Aber ich meine, die war da hier gelegen, nicht unten drunter. Die sieben der Kelche, da geht es um die Entscheidungsfindung. Du siehst hier eben diese sieben Kelche, alle umgedreht. Da zwitschert eine Schlange raus, da sieht man so ein Fledermaus. Flügel, da hier sind ganz viele Wolken, also da sieht man gar nichts, da kommt das Wasser raus. Also da geht es um Entscheidungsfindungen. Ja, man sieht es auch an seinem Gesicht. Der überlegt hier wirklich ganz angestrengt, welchen von diesen sieben Kelchen dreht er denn nun um? Das ist wie mit dem Hütchenspiel, ne? Und das zeigt einfach, dass hier auch eine gewisse Verwirrung da ist. Die Sieben der Kelche ist eine Karte, die auch immer so ein bisschen vor der Illusion warnt. Ja, dass man also wirklich gut nachdenken soll, gut hinschauen soll und lieber sich 2 Tage mehr Zeit geben, zweimal mehr drüber schlafen, als zu früh entscheiden aus einer Illusion heraus. Ich lasse die jetzt hier unten liegen und wir starten mit der allerersten Karte. Das ist der König der Münzen. Wie ich immer finde, eine wunderschöne Karte. Also von der Energie her, ja. Denn der König der Münzen, das ist so ein richtig treuer, loyaler, bodenständiger Mann, der kann gut möglich wohlhabend sein, der hat einen hohen Status, der manchmal zeigt sich der König der Münzen in Form eines Chefes, also dass du es mit einem Chef zu tun hast. Das kann aber auch ein, also eigentlich ist der Ehepartner eher der Ritter, der König der Stäbe, aber es kann natürlich auch ein Partner sein bei dir, ja. Oder ein Vater, das ist auch möglich, wenn der in dieser Energie hier ist. Also hier ist auf jeden Fall jemand erfolgreich, reif und finanziell gesegnet. Der ist auch total, also wie sagt man denn, der steht in seiner Kraft, der ist total, der hat ein gutes Standing, der weiß, was er kann, der weiß, wo der Hase lang geht. Der König der Münzen steht auch für Ergebnisse, dass jetzt Ergebnisse kommen wollen, damit es weitergeht. Ja? Du warst oder bist vielleicht schon sehr lange in dieser Energie, das kann natürlich auch sein. Und du weißt ja, es kann auch immer jemanden betreffen, der um dich herum ist. Ja, das ist, wenn es nicht deine Energien sind, dass du die Energien beobachtest in deinem Umfeld. Was ich gerade merke, ist so eine gewisse Unruhe bei mir, was auch untypisch ist. Vielleicht ist es eine Woche,
wo dich diese Verwirrung auch so ein bisschen umtreibt, ja, weil du eben hier eine Entscheidung haben möchtest und nicht weißt, welche von diesen Möglichkeiten, also das sind auch immer viele Möglichkeiten, viele Chancen, viel, also ne, Dinge, wo du sagst, so oh Gott, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit und das habe ich auch noch. Also, dass dir einfach so ein ganz großes Potpourri bewusst wird, was du alles an Möglichkeiten hast und dann dastehst und sagst, ja gut, und jetzt, was mache ich denn nun? Nehme ich A, nehme ich B oder nehme ich F von diesen Möglichkeiten? Das kann natürlich auch sein mit dieser Energie. Ja, der König der Münzen wäre die Energie für den Sonntag, wenn es denn eine Tageskarte ist. Die 10 der Kelche für den Montag, der König der Schwerter für den Dienstag, die 2 der Münzen, die Energie für den Mittwoch, der Ritter der Stäbe für den Donnerstag, die 4 der Münzen für den Freitag und die 10 der Schwerter für den Samstag. Wie gesagt, es müssen keine Tagesenergien sein. Wir schauen uns weiter an. Den Montag, wenn es denn eine Tageskarte ist, die 10 der Kelche stehen immer für Glück, für irgendwas, was sich erfüllt, irgendwie emotionale Erfüllung, Familienglück, Wiedervereinigung, ein Treffen in der Familie, ein Familientreffen, eine Familienfeierlichkeit könnte das auch durchaus sein. Steht für Stabilität in der Familie. Und auch für das emotionale Glück. Also, und deswegen denke ich, dass das jemand aus der Familie ist. Wahrscheinlicher wie ein Chef. Ich bin dann echt auf die Zusatzkarten gespannt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil die 10 der Kelche und die 10 der Münzen, da ist, also eigentlich sind es die Karten, wo alles paletti ist, wo alles ins Glück kommt, wo alles perfekt ist. Ich habe es jetzt aber schon so häufig gehabt, dass dann doch ein negativer Aspekt drauf kommt. Und das finde ich immer interessant. Dann wünscht man sich immer dieses Glück. Also vielleicht wünschst du dir hier auch dieses Standing, diese Ausgeglichenheit. Vielleicht bist du auch jemand, also den Wasserzeichen sagt man das zum Beispiel nach, vor allem dem Krebs, dass er sehr häuslich ist, sehr auf die Familie bezogen. Ja, könnte gut sein, dass da eben dieser Wunsch nach einer Familie da ist oder nach diesem Zusammenhalt, nach Treue und Verlässlichkeit in der Familie. Kann aber auch hier eben, wie gesagt, ein Ergebnis sein, was jetzt zutage kommt, dass du feststellst, weil ich habe die 10 der Schwerter. Ich weiß, ich schweife schon wieder ab. Ich habe die 10 der Schwerter da hinten. Und es kann gut sein, dass jetzt ein Ergebnis aus einer Findungsphase, ja, ist, dass du eigentlich ein bisschen erschöpft bist. Das kann das eine sein. Und das andere habe ich aber mit, wenn die Karte kommt, die nächste Karte ist immer das Ass. Ja, zeigt mir an, dass es jetzt noch so ist. Jetzt ist es noch eine Belastung. Es ist auch gut möglich, dass du hier ein Geldgewinn erwartest, ja, kann eine Erbschaft sein. Das habe ich hier zum Beispiel bekommen, als diese Karte rausgefallen ist. Vielleicht erwartest du eine Erbschaft, vielleicht erwartest du eine Auszahlung von einer Versicherung, eine größere Summe. Das ist auch sehr gut möglich, weil es geht hier um finanzielles Glück, ja. Und du weißt gerade nicht, was du mit dem Geld machst, langfristig, anlagetechnisch. Dann kann der König der Schwerter eine Energie sein, ein klarer, ein klar denkender Mann, ein analytischer Mann, der dir hier mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja?
Und du hast hier eben zwei Männer an der Seite. Es ist gut möglich, dass das ja auch, wenn es der Vater nicht ist aus der Familie, dann kann das ein älterer, wohlwollender Mann, wie ich immer sage, sein, der dir jetzt hier beisteht, damit du Informationen bekommst, um etwas in die Fülle zu bringen. Und diese Fülle, das ist etwas, was dir ein bisschen Sorgen macht, ja. Das kann gut hier diese 10 der Schwerter, diese Energie sein, dass du eben nicht weißt, wohin mit deinem Geld. Wenn es bei dir kein Geld ist, ja, ich habe ja gesagt, ich versuche euch so viele Möglichkeiten als geht raus zu deuten, dann kann das auch um die emotionale Fülle gehen, dass du hier ein Angebot bekommst, eine Chance bekommst oder mehrere Möglichkeiten eben hast und dich das Ganze ein Stück weit überfordert und du dir jetzt einfach hier ein bisschen Rat und Hilfe suchst, ja? Denn wir haben ja hier auch noch mal mit der zwei der Münzen dieses Thema der Balance des Wandels. Auch wieder Gewinne, da geht es auch wieder um Gewinne und Verluste im Übrigen, ja, weswegen ich den Eindruck habe, dass es tatsächlich ums Geld gehen kann. Aber ihr wisst ja, generell, es ist nicht festgelegt, für was die Energien stehen. Und somit kann das ja für jedes sein, ja. Es kann auch sowas Lapidares sein, wie, was fällt mir denn gerade ein, Kindergartenplatz, ja, oder es geht darum, eine Ausbildung zu bekommen oder den richtigen Arbeitsplatz. Oder du hast hier mit einem Hobby oder irgendwas, was dir Freude macht, zu tun und hast da mehrere Möglichkeiten und bist da am Aussortieren, ja? Okay, also das ist die Situation, die dich gerade so ein bisschen erschöpft, würde ich mal sagen, ja. Die 10 der Schwerte ist leider dann auch so ein Zusammenbruch. Aber ich finde diese Karte so genial dargestellt, denn wenn ihr sie aus dem Tarot kennt, ja, aus dem Rider-Waite-Tarot, da liegt hier die Person am Boden mit den 10 Schwertern im Rücken. Schaut mal. Und hier ist es total gelb dargestellt. Also das ist eindeutig ein Zeichen, dass du hier eigentlich schon dabei bist, diese Erschöpfung zu überwinden, diesen Stillstand oder diesen Tiefpunkt. Du bist schon drüber weg, du bist schon, du hast, also hier finde ich, hast du schon den nächsten Schritt anvisiert. Na, man sieht hier noch ein bisschen das Dunkle an den Wolken. Hier unten auch, aber du bist hier schon einen Schritt weiter. Kann natürlich auch sein, dass das Ganze hier kommt, weil du zu viel gearbeitet hast, ja. Im Übrigen ist es der Samstag für der kommende Samstag, ne? Da kann es sein, dass du dann ein bisschen Pause brauchst. Ich weiß, ich mache jetzt das alles ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen. Wir kommen zum König der Schwerter. Ich glaube, den hatten wir schon, dass der sich auch ganz gut an neue Umstände anpassen kann. Das ist wirklich jemand, der sehr flexibel ist. Jemand aus dem Luftzeichen. Und schaut mal, da unten ist die Eule. Der ist sehr weise. Also die Person ist klug, weise und hält mit seinen Gefühlen hinterm Berg. Ja, also der ist jetzt kein überschwänglicher Düdel-Düdmann, sondern der ist ruhig analytisch und sehr zurückhaltend. Die zwei der Münzen hatten wir auch schon kurz angesprochen. Da geht es um das Gleichgewicht. Vielleicht geht es darum, auch das Temperament ein bisschen auszugleichen, ja, dass wieder irgendwas nicht schnell genug geht. Das bekomme ich hier tatsächlich
an Energien auch so ein bisschen rein, dass das Thema Geduld etwas ist, was dich hier, das kann tatsächlich dafür verantwortlich sein, dass dir etwas zu langsam geht. Ja? Ich bekomme gerade auch noch rein, dass irgendetwas auch noch Zeit braucht und das ist das, was dir ein bisschen zusetzt. Ja? Weil hier sind noch mit der 4 der Münzen, die weiß ihren Wert. Also ich finde, dass das immer etwas, die weiß um ihren Besitz, die weiß um das, was sie sich erarbeitet hat, um die Mühen, um den Wert, den sie hat und hält an dem fest. Ja, das wird ja immer so als Geizkarte dargestellt, aber ich finde, es ist für mich immer so ein bisschen, also ich finde, das ist etwas, was man braucht, ja. Die Frau hier abgebildet ist, die spart auch auf das, was kommt oder was sie sich leisten möchte. Die hat eine klare Vorstellung, was sie sich leisten möchte und was sie sich nicht leisten möchte und arbeitet darauf hin. Ja? Und da geht es eben auch wieder um die finanzielle Absicherung, um die Stabilität. Und also in der Woche geht es mit Sicherheit um das Thema finanzielle Absicherungen. Irgendetwas, was du hier in die richtige Reihe bringen möchtest. Es kann auch sein, dass du hier deine Familie absichern möchtest und da langfristig was machst. Und die zwei können ja hier auch ein Anwalt und ein Notar sein oder irgend sowas. Und du möchtest hier langfristig eben etwas absichern. Du kann ja sein, dass du auch ein Testament schreibst. Das ist ja auch gut möglich. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zum Ritter der Stäbe. Da geht es eben um die sofortigen Ergebnisse, die man haben will. Ja? Thema Ungeduld. Leidenschaftlich vorangehen, irgendwas absichern und trotzdem magst du hier, sind hier so ein paar Komplikationen. Die Komplikationen, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, kann einfach die Zeit sein. Einfach, dass es nicht schnell genug vorwärts geht. Ja, das ist das, was ich so wahrnehme und das ist hier dann natürlich mit der 10 der Schwerter. Wenn es denn eine Tagesenergie für den Samstag ist, ist es etwas, da brauchst du einfach eine Pause. Also plan mal am Samstag nichts, ja, wenn es denn bei dir eine Tagesenergie sein sollte. Wir schauen uns jetzt ganz genau die Karten nochmal mit den Kelchkarten an. Ich finde es immer ganz interessant. Da kommen immer noch so tolle Zusatzaspekte. Ich baue euch das erstmal hier wieder ordentlich hin. So, jetzt für den König der Münzen bitte eine Karte. Die Freundin. Okay, schaut mal. Damit wissen wir schon Bescheid. Also das ist die Energie. Eigentlich sind die Könige bei mir Königinnen. Könige bei mir, Könige, also männlich. Aber gut, es kann eine Freundin sein, Schwester, Jünger, die hier, entweder hat die mit einem König der Münzen zu tun oder sie hat die Energie des Königs oder sie wartet hier auf Ergebnisse in dieser Woche und ihr besprecht auch vielleicht Ergebnisse. Das kann auch sein, Ergebnisse, die sich in der Familie zeigen. Bei der Freundin würde ich jetzt mal behaupten, sind hier Gesprächsthema. Es kann auch darum sein, dass die Freundin sehr geschäftstüchtig ist und irgendwas nach vorne bringen will, irgendwas eben jetzt hier in die Fülle transportieren möchte und sich überlegt, wie sie das macht. Ja? Vielleicht geht es hier auch mit einem
Freund beim Grillen um irgendwelche Anlagegeschäfte. Kann auch gut möglich sein. Okay, es geht um den Dazugewinn. Schaut mal. Der Zuwachs, der hier kommt, kann natürlich wieder das Thema Geburt, Schwangerschaft, Transformation, Vermehrung sein. Also auch ein Kind wäre denkbar, ja. Aber der Dazugewinn ist, glaube ich, eher das Thema des Geldes bei den meisten. Und der König der Schwerter, bitte eine Karte. Da kommen zwei. Ah, guckt mal. Ein Lehrer. Wissen vermitteln, Seminar halten, unterrichten und lehren. Das ist diese analytische, klardenkende Person. Und da kommt die Erschöpfung, Gedankenkarussell, sich Sorgen machen und Existenzangst. Ich habe auch den Eindruck, dass es sein kann, dass diese Person hier diese Erschöpfung hat. Oder es geht darum, einen. Also ich bin jetzt wieder bei der Anlagestrategie, die ihr da vielleicht aushandelt, dass hier ein König der Schwerter, also ein analytisch denkender Mann oder analytisches Denken notwendig ist, um hier eben, soll ich es sagen, diese Existenzangst nicht weiterzuführen. Also es kann sein, dass du hier dir noch ein Wissen aneignen musst, dass du dir selbstsicherer wirst, ja, um diesen Dazugewinn einzustreichen. Vielleicht prüfst du, also ich habe echt den Eindruck, dass der ein oder andere von euch gewisse Dinge prüft, die mit Finanzen zu tun haben. Die zwei der Münzen. Und da kommt der Wandel. Schaut mal, da ist die Akzeptanz. Liebeskummer, die Nummer 4, das ist dieser Trauerprozess, das kann man nachlesen in Google. Einsicht, Heilung, Gelassenheit, Freude kommt zurück. Also die Akzeptanz. Du bist, sage ich ja, du bist schon auf dem Weg, etwas an Belastungen zu überwinden. Und ich habe den Eindruck, dass da eben diese Person eine gute Idee reinbringt, ja? Einen Impuls reinbringt, wie und wo das möglich ist. Den Ritter der Stäbe, bitte. Und da kommt die Angst. Verlust, Angst, Panikattacken, Versagensangst oder sich etwas nicht trauen. Ganz interessant, dass die Angst auf den Ritter der Stäbe fällt, weil also ich habe den Eindruck, das ist so die innere Leidenschaft. Da geht es auch so ein bisschen darum, seine innere Leidenschaft zu leben, das, was man möchte und dafür dann eben loszugehen. Und die Angst verhindert es ein bisschen. Die bremst dich so quasi ein bisschen aus bei gewissen Vorhaben. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Angst, das muss ich jetzt mal dazu sagen, nichts Schlechtes ist. Denn die Angst ist tatsächlich etwas, was uns dann auch vorsichtiger agieren lässt und nicht Hals über Kopf ins Unglück stürzen lässt, ja. Also bei aller Leidenschaft und bei allem Temperament so ein bisschen, ich sage jetzt nicht, dass Angst gut ist, aber es ist trotzdem ein Motor, der dich ein bisschen zügelt, ja. Und in der Kombination finde ich es persönlich wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil hier ist die Leidenschaft, hier willst du vorpreschen, du willst irgendwas so schnell als möglich hinter dich bringen. Die Angst bremst dich hier ein bisschen aus und da, das ist auch so eine, ne,
Ruhekarte. Du überlegst gut, wie du das machst, die Stabilität. Anschaffungen, die du machst, überlegst du zehnmal, ob die sich auch rentieren. Deswegen dieser Wankelmut hier. Und der kommt wegen der Angst, der kommt durch die Angst. Und es ist aber das Thema, eine Entscheidung zu finden. Und damit du dir sicher sein kannst, dass das auch eine gute Entscheidung ist, gehst du durch dieses Angstthema etwas langsamer voran. Und das ist natürlich dann auch der positive Aspekt des Ganzen. Genau, schau mal, die Karte hat sich ja auch noch umgedreht und da ist das Wachstum. Es geht um die Stabilität. Um irgendetwas, was du in die Stabilität bringen oder machen sollst. Schau mal, in wenigen Monaten 1 bis 4 ist auch wieder interessant. Wir bekommen heute wieder die Information, was in den nächsten Monaten hier vielleicht tatsächlich loszulassen ist. Ich habe aber auch den Eindruck, dass in 1 bis 4 Monaten nochmal ja, entweder klarer ist, wo du hingehst, weil die Energie zieht sich jetzt schon ein bisschen durch mit dieser Entscheidungsfindung. Das hatte ich jetzt schon in den letzten Wochen sehr häufig drinnen, auch wirklich schwere Entscheidungsprozesse. Also ich denke, in den 1 bis 4 Monaten wird sich dann auch etwas stabilisieren, ja. Und die 10 der Schwerter bitte noch. Ein einflussreicher Mann, Chef, Anwalt, Sachbearbeiter, Vorarbeiter, Polizist, Richter, Notar. Das ist interessant, schaut mal. Das habe ich bei den Männern da vorne auch gesagt. Also hier ist jemand eindeutig erschöpft. In der Woche hast du es mit einer analytisch denkenden Person zu tun, kann auch eine Frau sein, obwohl jetzt liegt hier auch tatsächlich ein Mann. Und der braucht eigentlich eine Pause. Ja? Es kann aber auch sein, dass dieser Mann hier den Weg aus deiner Erschöpfung dir aufzeigt. Der sagt, pass auf, die und die Möglichkeiten hast du. Da kannst du deine Geldanlagen tätigen und das wäre gut. Das wäre sehr vorteilhaft. Wir schauen uns jetzt die Karte unten drunter noch an. Ich möchte noch eine für die sieben Kelche. Und da ist sie schon. Hereinspaziert, auf dich zukommen, positives Angebote, Chancen, Nachrichten und Geld. Also zeigt aber auch wieder, dass es auf dich zukommt und du dich dann entscheiden darfst. Und vielleicht durch diesen Mann kommt es auf dich zu, der hier so ein bisschen erschöpft ist. Ein Anwalt, ein Chef, ein Sachbearbeiter, ein Vorarbeiter. Wie gesagt, der hat einen gewissen Einfluss, ja, eine gewisse Macht. Wir haben hier auch die Macht liegen im Übrigen mit der 4 der Münzen. Und es kann auch sein, meine Liebe, mein Lieber, dass du das jetzt siehst und erstmal in 1 bis 4 Monaten wirklich weißt, worum es da gegangen ist, ja. Ein Anlagegeschäft, irgendwas, was mit der Vermehrung deines Wohlstandes zu tun hat. Finde ich hochinteressant, meine Lieben, finde ich echt hochinteressant, diese Legung. Schreibt mir gerne in die Kommentare und wir schauen uns die unterliegende Energie noch an und da kommt die Herzöffnung. Emotionaler Reichtum, Gefühle mit offenem Herzen und sich abgrenzen. Also ich bin echt gespannt, was das für ein Angebot ist, was da auf euch zukommt. Schreibt mir das doch bitte gerne in die Kommentare. Und dann
wünsche ich dir eine fantastische Woche, eine ganz tolle Zeit. Bis bald und freue mich, wenn du wieder dabei bist bei der nächsten. Tschüss.